Ich habe meine Militärzeit von 1973 und die hatte ich gemacht in Rastatt, also im Schwarzwald. Und wie ich da meine Grundausbildung fertig gehabt habe, da hat mein Vorgesetzter, der hat mich gefragt, was ich mache, wenn noch mal ein Krieg passiert zwischen Deutschland und Frankreich. Und dann habe ich den angelut und dann habe ich zu dem gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ich hole mein Gewehr, wär's weg. Ich sehe nicht in, dass ich auf meine Cousin oder Cousine schieße. Also ich hatte auch selbst einen Urgroßvater, der im Ersten Weltkrieg an der Westfront gekämpft hat. Und gleichzeitig hatte ich auch auf italienischer Seite einer, der gegen Deutschland und Österreich gekämpft hat. Und theoretisch gesehen hätten diese zwei Urgroßväter aufeinander treffen können und gegeneinander kämpfen müssen. Und also jetzt kann man sich das gar nicht so vorstellen, weil es wären ja wirklich zwei Familienmitglieder, die gegeneinander kämpfen müssten. Und heute bin ich ja auch auf einer deutsch-französischen Schule. Und also persönlich finde ich, dass diese Abgrenzung von verschiedenen Nationen so abgeschafft wurde. Wir sind wirklich eine Einheit geworden. Bei uns ist das beste Beispiel direkt in der Familie. Der Urgroßvater meines Mannes war bei der Schlacht von Verdun dabei und hat ein Bein verloren. Und das ist bis heute auch noch ein Thema bei Familienfeiern. Und es zeigt so heute so krass, dass diese Feindschaft, die damals bestanden hat, heute einer Freundschaft gewichen ist. Man sieht es tagtäglich, die Franzosen arbeiten bei uns, viele Deutsche wohnen in Frankreich und das macht das Ganze heute aus. Die verschiedenen Kriege haben natürlich das Feindbild stark verschärft. Ich denke, genau deshalb gibt es hier in der Grenzregion eine besondere Aufmerksamkeit für ein friedliches Zusammenleben, weil das ja nicht immer so war. Die Grenzen werden hier tagtäglich überquert. Die Franzosen kommen nach Saarbrücken, um einkaufen zu gehen. Die Saarbrücker gehen auch nach Frankreich, um einkaufen zu gehen. Und ich denke, das ist ein Mehrwert, den wir hier in Europa haben. Also Europa bedeutet für mich eigentlich zuerst einmal Einheit. Ich glaube, das ist so eine Standardantwort quasi. Aber ich glaube, dadurch, dass jeder zuerst daran denkt, zeigt das eigentlich, was für eine Gemeinschaft wir wirklich sind. Und dann zum anderen natürlich dieser freie Personenverkehr, also dass wir in 15 Minuten einfach mal in Frankreich sein können. Und vor allem hier in Saarbrücken können wir ja einfach mal einen Tagesausflug nach Paris machen. Morgens fahren wir hin, abends kommen wir zurück. Und ich glaube, wir realisieren gar nicht, wie viel Glück wir haben, dass wir das eigentlich machen können. Für mich bedeutet Europa Sicherheit, sozialer Wohlstand und Frieden. Meine Generation, auch die meiner Eltern, mussten keine Kriege mehr miterleben. Und ein weiterer riesiger Vorteil für mich ist sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht das barrierefreie Reisen. Man hat keine Wartezeiten mehr an den Grenzen und das erleichtert es unglaublich. Ein kleines Beispiel. Ich bin mit meiner Frau, wir wollten abends ins Kino gehen. Und da sind wir an die Zoll gekommen. Und 5 Meter vor der Zoll ist eine kleine Straße, wo direkt ans Kino führt. Wir dorthin rennen gefahren. Wir sind 30 Sekunden waren wir am Kino gewesen. Haben noch nicht mal ausgestiegen aus dem Auto. Kommen zwei Zollbeamte mit dem Auto hinter uns her, angehalten und gefragt, was wir hier machen. Wir gehen ins Kino. Wissen Sie, dass Sie eine grüne Grenze übertreten haben? Den Angel. Weiß ich nicht. Strafzettel, 5 Mark. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, mit 5 Mark sind Sie dabei. Für mich bedeutet Europa in erster Linie Freiheit, denn man kann die Grenzen tagtäglich überqueren. Und natürlich auch Heimat, denn ich bin bilingual aufgewachsen. Und ab der ersten Klasse kam auch noch das Französische bei mir hinzu. Ich war auf einer französischen Grundschule und dann hatte ich einfach die Möglichkeit, 3 Kulturen, 3 europäische Kulturen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Positives, was wir hier in Europa haben. Ich habe die Hoffnung für Europa, dass es weiter zusammenwächst, dass es ein Vorbild bleibt für Frieden und ein friedliches Miteinander. Und ich als Mutter wünsche mir, dass die grenzüberschreitenden Ausbildungsmöglichkeiten ausgeweitet werden, dass viel mehr machbar ist für junge Menschen,
die eine Ausbildung suchen und es ist grenzüberschreitend einfach machbar und möglich gemacht wird. Also ich wünsche natürlich, dass hier, dass Europa weiterhin diplomatisch miteinander umgeht, also dass wir die Probleme weiterhin so lösen, zum Beispiel mit der Flüchtlingspolitik oder der Jugendarbeitslosigkeit, die für uns Schüler ja auch früher oder später wichtig werden kann. Und vor allem die Freiheit soll bestehen bleiben. Also ich möchte nicht auf ein Recht verzichten, meine Großeltern in Italien jetzt nicht mehr besuchen zu können oder meine Freunde in Frankreich. Also Krieg soll nicht sein und Freiheit soll auf jeden Fall bleiben. Ich wünsche mir für Europa, dass die verschiedenen Länder Europas und der EU noch stärker zusammenarbeiten und dass die verschiedenen Staaten nicht mehr so nationalistische Ideen haben, sondern dass ein europäisches Bewusstsein, ein besseres europäisches Bewusstsein entsteht, damit wir hier noch für mehrere Jahrzehnte unser Europa haben. Meine Erwartungen und Visionen für die Zukunft, das ist, dass zwischen der Mosel und dem Saargebiet eine engere Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, der Kriminalität und auf der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt, dass das weiter ausgebaut wird. Europa soll der Fortschritt sein, von dem alles, warum die ganzen Leute früher gekämpft haben. Und das dürfen wir nie vergessen, dass die Freiheit bleibt. Die Freiheit, die muss in Europa bleiben und gewährleistet werden. Mein Name ist Francesco und ich bin Europäer. Je m'appelle Nicole, je suis européenne. Ich bin Alphonse, ich bin Europäer. Je m'appelle Rebecca et je suis européenne. Je m'appelle Francesco et je suis européen. Ich bin Nicole, ich bin Europäerin. Je m'appelle Alphonse et je suis européen. Ich bin Rebecca und ich bin Europäerin.